Ich wusste, dass der Tag kommen würde, an dem jemand den Kontrollstab findet. Und diesmal ist es nicht mal ein Magier. Ich nehme an, es ist zufällig über den Stab gestolpert. Typisch. Ich habe hier gestanden und beobachtet, wie diese verfluchten kleinen Dorfbewohner um mich herumgehuscht sind seit... Ach, ich weiß nicht seit wann. Es ist viele, viele Jahre her. Und die Dorfbewohner hatten keine Ahnung, dass sie beobachtet wurden? Gruselig. Dann fragt man sich umso mehr, warum ihr derjenigen, die euch gestattet hat, eure Beine wieder zu bewegen, nicht dankbar seid, Golem. Also noch eine Magierin. Reizend. Ich begann mich gerade auch an die Stille zu gewöhnen. Sagt mir, sind alle Dorfbewohner tot? Dann sind also einige entkommen. So ein Pech. Nicht so viel, wie es denkt. Es gab Rennerei und Geschrei und dann tagelang das Herumstreifen der dunklen Brut. Ich hätte nie gedacht, dass es etwas Uninteressanteres als die Dorfbewohner geben könnte. Und doch war es so. Also dann, nur zu. Heraus damit! Wie lautet sein Befehl? Möglich. Vielleicht habe ich ihn vergessen, nachdem ich so viele Jahre nur Golem genannt wurde. Golem, bring mir den Stuhl, sei ein braver Golem und zerquetsch diesen jämmerlichen Banditen. Und nicht zu vergessen, trag mich, Golem. Ich mag nicht mehr laufen. Es hat doch den Kontrollstab, nicht wahr? Ich bin wach, also muss es... Ich sehe den Kontrollstab, aber ich spüre... Macht schon! Befehlt mir etwas! Hey! Und? Nichts. Ich spüre nichts. Ich fühle keinen Zwang, seinen Befehl auszuführen. Ich nehme an, das heißt, der Stab ist defekt? Das ist doch lächerlich. Ich hätte allerdings nichts dagegen, die Vögel zu zerschmettern. Diese bösen Vögel und ihr Dreck. Ich könnte sie alle zerschmettern. Ich nehme an, wenn man mir nichts befehlen kann, bedeutet das, ich habe einen freien Willen, richtig? Es ist nur, was soll ich jetzt machen? Abgesehen davon, dass ich dieses Dorf seit so langer Zeit beobachtet habe, habe ich keine Erinnerungen. Ich habe kein Ziel. Ich fühle mich ein wenig verloren. Was ist mit ihm? Es muss doch einen Grund gehabt haben, mich aufzuwecken, oder? Was hatte es mit mir vor? Darf ich fragen, was für Dinge es so tut, bei denen ich möglicherweise nützlich sein könnte? Die dunkle Brut ist ein Übel, das vernichtet werden muss. Das ist wohl wahr. Wenn auch kein so großes Übel wie die Vögel, diese verdammten gefiederten Unholde. So wie ich das sehe, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich begleite es, oder
Ich gehe woanders hin. Ich weiß nicht einmal, was hinter diesem Dorf liegt. Ja, höchstwahrscheinlich. Seid ihr euch sicher, dass ihr das Ding mitnehmen wollt? Es könnte gefährlich sein. Und es ist ziemlich groß. Gern geschehen. Aber es wäre gut zu wissen, was ihr damit wollt. Dann werde ich ihm folgen. Vorerst. Man nennt mich übrigens Shale. Das dürfte interessant werden. Waschedan. Ja. Was ist euer Begehr? Schon wieder? Ich bin bereit. Arbeit, Arbeit, Arbeit! Sagt mir, wie seid ihr eigentlich ein grauer Wächter geworden? Ich weiß nur wenig über das strenge Kastensystem der Zwerge, aber mit Verlaub, es kommt mir sehr rückständig vor. Was auch immer euch davor widerfahren ist, es freut mich, dass ihr einen Platz bei den Wächtern gefunden habt. Euch hoffentlich auch. Mich beruhigt es manchmal, wenn ich mir vorstelle, dass sich am Ende alles so entwickelt, wie es sein soll, dass alles gut wird. Ihr wurdet auserwählt. Ihr habt den Beitritt überlebt, andere nicht. Vielleicht sollte es so kommen. Eine Frage. Was bedeutet es für euch, ein grauer Wächter zu sein? Natürlich. Aber zu einem grauen Wächter gehört doch mehr als dunkle Brut zu töten, um die Welt vor der Verderbnis zu retten. Letztlich geht es bei einem grauen Wächter doch darum, anderen zu dienen. Allen zu dienen, ob nun Elfen, Zwergen oder Menschen. Als grauer Wächter seid ihr für alle Wesen verantwortlich, weil der Umstand, dass sie weiterleben, wichtiger ist als eure eigene Existenz. Und daher seid ihr es, die dient, nicht sie. Das ist bereits der Fall. Euer König dient euch, oder etwa nicht? Ein guter König, ein wahrer König, dem etwas an seinem Land liegt, herrscht streng, aber gerecht. Er dient in erster Linie seinem Volk. Ein König, der das nicht tut, weil er glaubt, seine Macht stünde ihm zu, und der sie für eigene Interessen missbraucht, ist ein Tyrann. Und ihre Länder leiden darunter. Wer losgelöst von anderen lebt und handelt, kann natürlich tun, was er will. Aber mit Macht, Einfluss und Stärke wird jede eurer Handlungen ein Wassertropfen, der auf einen ruhigen, stillen Teich fällt.
Der Tropfen löst Wellen aus, die sich ausbreiten. Wie weit werden sie kommen? Wie groß werden sie dabei? Wie beeinflussen sie den Teich? Aber genug geschulmeistert für heute. Ich sollte aufhören, solange ihr mir noch zuhört. Ihr findet einander wohl sehr anziehend, nicht wahr? Mir fiel eure knospende Beziehung auf und ich wollte euch fragen, wo das eurer Ansicht nach hinführen soll. Alistair ist ein guter Kerl, erfahren im Kampf. Aber genau das Gegenteil in Herzensangelegenheiten. Ich möchte nicht, dass ihm wehgetan wird. Ich mache mir um euch beide Sorgen. Eine Tragödie ist hier mehr als wahrscheinlich. Liebe ist letztlich immer eigennützig. Sie verlangt die Hingabe zu einer einzigen Person, die dein Verstand und Herz besetzt hält und alles andere ausschließt. Ein grauer Wächter kann sich das nicht erlauben. Wenn ihr entscheiden müsstet, ob ihr eure Liebe rettet oder alle anderen, was würdet ihr dann tun? Verzeiht, falls ich euch beleidigt habe. Ich wollte nur anmerken, warum diese Affäre möglicherweise eine schlechte Idee ist. Ich habe euch meinen Rat gegeben, alles andere liegt bei euch. Was ist euer Begehr? Schon wieder? Ich bin bereit. Schon wieder? Was sollen die anderen denken? Ich war im Irrtum. Genießt diesen Moment. Er wird sich nicht wiederholen. Ihr seid eine Soldatin, die es wert ist, gemeinsam mit dem Beresat zu kämpfen. Bei unserer ersten Begegnung war ich anderer Meinung. Derartige Fragen haben sicherlich auch zu diesem Eindruck beigetragen. Der Tag wird kommen, an dem der Arishok uns hierher schickt. An diesem Tag werde ich nicht versuchen, euch auf dem Schlachtfeld zu finden. Wenn die Zeit gekommen ist, es gibt keinen Grund, das weiter zu vertiefen. Wir sollten weitergehen. Wie ihr wünscht. Kann ich euch irgendwie helfen? Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Natürlich. Und ich liebe Geschichten viel zu sehr, um sie für mich zu behalten. Jeder sollte doch etwas von ihnen haben. Welche? Ich habe davon gehört, wie die Elfen ihre Freiheit vom Reich von Tevinter errungen haben. Als Andraste ihren erhabenen Marsch gegen das Reich begann, schlossen sich die Elfen an, um gegen ihre Herren zu kämpfen. Der große Elfenanführer Shartan, in Gefangenschaft aufgewachsen, stand an der Spitze seines Volkes, auf eine Zukunft hoffend, in der die Elfen frei wären. Shartan fiel, nachdem Andraste verraten worden war, aber die Elfen kämpften weiter und erlangten schließlich ihre Freiheit. Die Elfen beanspruchten die Dales im Süden für sich, siedelten dort und hatten damit ein eigenes Land. Die Elfen lebten jahrhundertelang in den Dales. Sie beteten wieder ihre alten elfischen Götter an und untersagten den Bau von Kirchen. Das verärgerte die Kirche und schließlich mündete die Feindschaft zwischen beiden Parteien in einen Krieg. Die Kirche behauptet, die Elfen hätten zuerst angegriffen, aber ich bin nicht sicher, ob ich das glauben soll. Die Kirche blies zu einem heiligen, erhabenen Marsch gegen die Elfen, benannt nach Andrastes Vorrücken gegen Tevinter. Bei dem erhabenen Marsch gegen die Dales wurden die Elfenstädte erobert und ihr ganzer Staat wurde aufgelöst.
Einige Elfen akzeptierten niedergeschlagen ihr Schicksal, unterwarfen sich der Herrschaft der Menschen und lebten als Bürger zweiter Klasse in ihren Städten. Aber andere, zornig und stolz auf ihre Geschichte, beugten sich den Menschen nicht und wurden heimatlose Nomaden. Sie waren die Elfen aus den Dales, die Dalish. Wie ich sehe, hat es einige der Verbesserungskristalle gefunden. Mir war nicht bewusst, dass es überhaupt von ihnen wusste. Gut gemacht. Also, was denkt es? Sie machen mich doch nicht etwa dicker, oder? Ich finde, ich bin ohnehin schon dick genug. Ja, nicht wahr? Ich liebe sie über alles. Ich finde, es sollte so schnell wie möglich noch mehr davon finden. Ich möchte von Ohr zu Ohr glitzern, sozusagen.